Die Welt der Speedruns ist unglaublich vielseitig. Es gibt viele Kategorien, darunter einfach nur das Spiel so schnell wie möglich durchspielen oder das Spiel in einer anderen Variation durchspielen. Was der Welt aber lieber verschwiegen bleiben sollte, ist der Bereich der sogenannten Category Extensions. Eigentlich jedes große Spiel auf Speedrun.com hat sogenannte Category Extensions, was einfach nur ein schlauer Begriff für sinnlose Speedruns ist. Hier sammeln sich die Speedrun-Kategorien eines Spiels, die zu unseriös für die Main-Seite sind. Aber auch wenn sie eher Memes sind, sollte man nicht unterschätzen, wie viel Taktik und Skill teilweise für solche Runs vonnöten ist. Wir werfen heute einen Blick auf die dümmsten, aber gleichzeitig auch irgendwie witzigsten und interessantesten Speedrun-Kategorien, die es da draußen so gibt. Let's go! Wir hatten es gerade schon auf dem Screen, aber lass uns mal bitte über den Mario Odyssey Nipple Percent Run reden. Ein monumentaler Speedrun. Die Aufgabe ist es, so schnell wie möglich die Punkte-Shorts in Mario Odyssey zu kaufen, damit Marios Nippel frei sichtbar sind. Der Speedrun ist eigentlich schnell gemacht, alles was man dafür tun muss, ist es so schnell wie möglich 1000 Münzen zu sammeln, um sich im Sandkönigreich das Outfit zu kaufen. Und dann kann man halt seine Nippel sehen. Scheinbar scheint dieser Speedrun so einiges bei den Massen ausgelöst zu haben, denn mit knapp 700 Plätzen ist es eine der am meist gespeedrunnten Kategorien der Welt. Insane. Einen ähnlichen Charakter hat der Sunglasses Percent Run in Mario Sunshine. Das Ziel ist es hier, Mario so schnell wie möglich eine coole Sonnenbrille zu verpassen. Der Palmer, der ihm diese gibt, erscheint bei 30 Shines. Das Main Goal ist es also, so schnell wie möglich irgendwie 30 Shines einzusammeln, um am Ende seine Brille zu bekommen. Die Sonnenbrille bringt im Spiel übrigens rein gar nichts, außer dass der Bildschirm ein wenig dunkler wird. Cooler wird man aber definitiv. Nicht ganz so cool muss sich aber der Fahrer am Mario Kart 8 Blue Yourself Speedrun fühlen. Der blaue Panzer ist wohl das gemeinste Item in Mario Kart. Man wirft es und es trifft in jedem Fall den erstplatzierten Fahrer. Die Idee dieses Speedruns ist es jetzt, sich selbst mit diesem Item abzuwerfen. Da die Chancen auf den hinteren Plätzen für dieses Item am höchsten sind, fährt man am Anfang also mit Absicht ganz nach hinten und muss auf RNG hoffen, dass man so schnell wie möglich einen blauen Panzer bekommt. Wenn man diesen dann bekommen hat, muss man eigentlich nur noch so schnell wie möglich nach ganz vorne düsen und sich selber hops nehmen. Um zu gewährleisten, dass man wirklich so schnell wie möglich wieder nach vorne kommt, wird die Strecke Mario Circuit aus dem GBA-Teil gespielt, da es hier diverse Shortcuts gibt, die einen eigentlich immer wieder auf den ersten Platz befördern. Der Rekord liegt hier bei 34 Sekunden. Was auch immer ihr tut, klickt bei Ocarina of Time Speedruns niemals auf die Kategorie Memes. Hier gibt es zum Beispiel sowas wie All Cows, wo man alle 16 Kühe in dem Spiel melken muss, um sich anschließend die Milch dieser Kühe einzuverleiben. Es gibt KFC Percent, wo das Ziel ist, es sich ein Hühnchen zu erhandeln und es dann anschließend mit einem visuellen Glitch in Flammen zu setzen. Der Arme. Der Höhepunkt aber, Denk Percent. Das Ziel ist es hier, wieder einen visuellen Glitch auszuführen, bei dem Link nicht seine Ocarina, sondern einen brennenden Stab in den Mund nimmt und es somit so aussieht, als würde er sich gerade einen massiven Bubatz einverleiben. Der Weltrekord liegt hier bei 5 Minuten und 29 Sekunden. Besser wird's nicht mehr. Oder eventuell doch mit dem Super Metroid 69% Speedrun. Comedy-Genies müssen auf diesen Run gekommen sein, denn er besteht eigentlich echt nur daraus, so schnell wie möglich 69 Items einzusammeln und das Spiel anschließend durchzuspielen. Kulturell weitaus sinnvoller ist dann doch der Boobs Percent Speedrun aus Ratchet & Clank. Es gibt in Ratchet & Clank den Charakter namens Darlene, der eine zentrale Rolle in diesem Run spielt. Es gibt einen Bug, der aus irgendwelchen Gründen ihre Brüste größer werden lässt, sobald man um sie herum Sideflips macht. Sobald man das 20 Mal hintereinander gemacht hat, sind ihre Brüste auf die maximale Größe herangewachsen und der Run wurde erfolgreich abgeschlossen. Normalerweise ist das Ziel bei Speedruns immer so gut wie möglich zu sein und seinen Skill der gesamten Welt zu präsentieren. Das gilt auch für den Wii Sports Give Up Percent Speedrun und dass es hier besonders gut ist, besonders schlecht zu sein. Man muss in einem neuen Lochkurs auf jedem Feld so lange ins Ausschießen, bis der Schriftzug Give Up kommt und man so am Ende die maximal mögliche Punktzahl von 72 hat. Was jetzt einfach klingt wie, ja, schießt den Ball halt immer irgendwo hin, ist tatsächlich gar nicht mal so leicht, da man natürlich immer so schnell wie nur irgendwie möglich verkacken will. Den Ball einfach irgendwo hinzuballern kann zu mächtigem Timeloss führen, da die Flugzeit oft einfach viel zu lang ist. Es gibt auf jedem Feld tatsächlich bestimmte Spots, an die man sich exakt positionieren muss, um anschließend mit seinem Putter kleine und somit schnelle Schläge ins Abseits spielen zu können. Das ist alles weitaus präziser als man denkt und diese Leute haben sich wirklich Mühe gegeben, schnell schlecht in
Videospielen zu sein. Kennt ihr noch Super Mario 63? Das Flash-Game, das jeder nur kennt wegen Domtendo Let's Play? Es gibt in dem Spiel ein geheimes Level innerhalb des Schlosses, in dem es einen Level-Creator gibt und man dort sein eigenes Level errichten kann. Das ist wichtig für die Speedrun-Kategorie Cock%. Hier muss man diesen Editor so schnell wie möglich erreichen und in ihm das Wort Cock schreiben. Mehr nicht, einfach nur Cock schreiben. Eine Sache, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche, ist das SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom Shit% Speedrun. Der Run dauert knapp eine Minute und das Ziel ist es hier, SpongeBob scheißen gehen zu lassen. Klingt simpel, ist es aber nicht wirklich. Man muss am Anfang unzählige Cheats in kürzester Zeit eingeben, um sich 50 goldene Funbänder zu cheaten, das Main-Sammelobjekt in dem Spiel. Um möglichst schnell zum Scheißhaus zu kommen, führt man einen Trick namens SpongeGlide aus, der dafür sorgt, dass man neben mehreren Bossfights knapp das halbe Game skippen und direkt den Dschungel betreten kann. Nachdem man im Dschungel ist, kommt eigentlich das Wichtigste. Man pausiert das Spiel, gibt den Naked SpongeBob Cheat ein, damit SpongeBob auch einen ordentlichen Schiss haben kann und schon kann die Toilette betreten werden, um den Run abzuschließen. Bravo. In Sachen SpongeBob Speedruns würde ich persönlich dann aber doch eher zum Mr. Krabs Overdoses und Cadman Speedrun greifen. Mr. Krabs Overdoses und Cadman ist ein Fangame, das sich im Grunde damit beschäftigt, dass Mr. Krabs auf Ketamin Drogen ausliefert und im Grunde sowieso ganz Bikini Bottom auf Drogen ist. Mein Bruder Patrick hat's hierbei besonders schlimm erwischt. Mr. Krabs, you're still doing Ketamin? What the fuck? You need to get on that new shit. Der Final Boss ist ein riesen Plankton-Roboter und ist eigentlich nur Coinflip. Also buchstäblich, es ist ein Coinflip. Entweder das Game schließt sich selbst oder Plankton explodiert und man hat das Spiel erfolgreich durchgespielt. Mit Hilfe eines präzisen Wandclips direkt am Anfang des Spiels kann man relativ schnell bereits zum Final Boss, um seine Münze zu werfen, wodurch der Any% Weltrekord bei nur knapp 15 Sekunden liegt. Wisst ihr, welches Spiel auf diesem Planeten aber die wildesten Category Extensions hat? Unangefochten, mit Abstand, Minecraft. Lasst uns einfach mal ein paar Speedruns durchgehen. Viele dieser Runs werden direkt in der Minecraft Classic Version gemacht, die man einfach direkt im Webbrowser spielen kann. Es gibt Perlen wie Break Dirt, wo man einen Dirtblock zerstören muss. Der Weltrekord liegt bei einer Millisekunde. Build an L, wo man so schnell wie möglich ein L bauen muss. Reach Bedrock. With Autoklicker, wo man sich einfach straight nach unten graben muss, aber einen buchstäblichen Hack benutzen darf, wodurch der Weltrekord bei einer einzigen Sekunde liegt. Es gibt ein Build-A-House-Speedrun, wo man so schnell wie möglich ein Haus bauen muss und eigentlich ist das voll die schöne Kategorie und einfach super wholesome. Die einzigen Sachen, die vorgeschrieben sind, ist, dass das Haus eine Fläche von 1x1 betragen muss, ein Dach hat, einen Eingang hat und Wände, die einen vom Rausgehen hindern sollen. Der Weltrekord liegt bei einer Millisekunde. Man muss einfach nur einen Block bei einem Baum zerstören und das erfüllt einfach dann alle Kriterien. Ich hasse alles. Es gibt den Stack of Lime Wool Speedrun, wo man ein Stack hellgrüne Wolle sammeln muss. Das ist so unfassbar random und spezifisch. Man muss eigentlich auch nur Glück haben, in der Nähe von Kakteen und Schafen zu spawnen. All Version Speedrun, wo man buchstäblich alle Minecraft-Versionen ab der 1.0 hintereinander durchspielen muss, bis man bei der aktuellsten angekommen ist und der Weltrekord liegt hierbei über 21 Stunden. Full Inventory Speedrun, wo man so schnell wie möglich so viel Scheiße wie möglich einsammeln muss, sodass das Inventar voll wird. Und natürlich der König aller Minecraft Speedruns, Mine a Chunk, wo man so schnell wie möglich einen ganzen Chunk leer meinen muss. Hier wurden sogar diverse Taktiken entwickelt, beispielsweise die Blöcke mit Hilfe von Bone Meal zu Moos verwandeln, damit sie leichter zu brechen sind. Der Rekord liegt hier bei 1 Stunde und 8 Minuten. Auch wenn die Speedruns, die hier vorgestellt wurden, teilweise dummer und sinnfreier Natur sind, darf man nicht vergessen, wie schwer zu lernen manche Tricks, die hier benötigt werden, eigentlich sind. Meiner Meinung nach sind die Leute, die ihre Zeit und Kraft in sowas stecken, die wahren Helden. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn Menschen einfach etwas just for fun machen, einfach weil es ihnen Spaß macht. Und ist genau das nicht sowieso der eigentliche Kern von Videospielen? Die Sachen hier sind teilweise so sinnbefreit, aber dennoch ist eine gewisse kompetitive Natur vorhanden. Es macht einfach Spaß, sich mit sowas zu beschäftigen. Und ja, dazu zählt auch 69%. Ihr seid Helden, die wir nicht verdienen.